Nur Held musst du gerade halten. Ja, genau so. Okay, ich geb Gas. Na, wieso überlupten die so? Weil du nicht gegendrückst, richtig. Okay, ich bin zu schwach, also. Ja, deswegen wollte ich dir helfen. Okay, gib Gas. Na, gib mir Gas. Oh nein, das geht gar nicht. Doch, das geht. Gib Gas. Stopp. Alles klar. Das sehen würde als Überschrift und hinterher gucke ich mir das an und dann tapeziert man eine Wand. Und macht zwei Regale ran. Das ist kein Küchen-Makeover. Das ist ein Küchen-Makeover. Nein. Wir machen die Regale ab, wir tapezieren, wir bringen neue Regale an, wir bauen Regale. Das ist ein Küchen-Makeover. Oder wie, was meint ihr? Das ist ein. Nein, das ist eine Wandgestaltung, kein Küchen. Das ist doch keine Küchen-Makeover. Küchen-Makeover ist für mich, wenn du die ganze Küche-Makeover machst. Wenn du die Küche umgestaltest, weiß ich, Arbeitsplattenumgestaltung und. Okay. Ich finde, das ist eine Wandgestaltung vorher, nachher, Küchenbereich. Okay. Es ist eine Wandgestaltung. Wir wünschen euch viel Spaß bei diesem Video. Ja, fertig diskutiert. Ja, moin moin, herzlich willkommen. Jetzt haben wir endlich geklärt, was das Ganze werden soll. Wir wollen heute die Küchenwand neu gestalten, umgestalten. Genau. Ja? Und das Ganze beinhaltet Tapezieren, Bohren, Dübeln, Regale anbringen. Dekorieren. Und wir fangen jetzt als allererstes. Womit fangen wir an? Mit dem Deinstallieren des Wandregals. Des Wandregals und vom Kühlschrank. Jetzt sind wir noch mal überlegen. Wir haben ja schon mal erwähnt gehabt, früher haben unsere Eltern, ne, immer um Schränke rumtapeziert. Und wir sind heute auch so faul. Meine Mama hat das immer so. Wir werden auch rumtapezieren. Oder wollen wir den noch wegziehen? Da müssen wir aber eine ganze Bahn extra, anderthalb Bahn extra tapezieren. Lasst euch überraschen, was wir jetzt machen. Auf jeden Fall werden wir das Ganze jetzt abbauen, Steckdosen abschrauben und den Kühlschrank wegziehen. Und dann gehen wir los mit dem Tapezieren. Übrigens, über Tapezieren, da gehen wir jetzt heute nicht so genau drauf ein. Tapezieren, da gibt es ein extra Video, ne? Genau. Wo finden die Zuschauer das? Genau. So, jetzt haben wir die Wand soweit vorbereitet. Was haben wir gerade gemacht? Du hast das Regal abgeschraubt. Wir haben die Steckdosen abgeschraubt, immer ganz wichtig, nicht drumherum tapezieren. Steckdosen blenden. Ganz wichtig. Ja, ne? Okay, die Steckdosen blenden. Nicht rumtapezieren wie beim Kühlschrank jetzt, ne? Genau, die Abschlussleiste von der Arbeitsplatte. Genau, damit der Übergang nachher schön verdeckt wird durch die Abschlussleiste. Da kann man so ein bisschen fuschen, ne? Genau, und die Löcher haben wir zugespachtelt mit einem Handspachtel, ne? Genau, mit einem Spachtel und einem Schnellspachtel für die Wand, ne? Genau, und jetzt fangen wir an mit dem Tapezieren. Mhm. Folgt mir. Boah, du schwitzt ja schon wieder, du kleines Schweinchen. Ja, ich springe auch hier hoch und runter von den Schränken. Darf man auch mal schwitzen? Oh, ja. Wir können den Zuschauern gleich sagen, dass es wichtig ist, die Sicherung rauszuziehen. Oh. Was denn? Schief. Nein. Doch. Komm, Acryl. Ist gut. Kannst nicht mal Acryl nehmen. Warum nicht? Was gelb ist und man das sieht. Hä, das ist doch gerade. Nein, es ist nicht gerade. Das ist die Wand. Nee. Gibst du mir die Steckdose gleich wieder? Es ist schief. Nicht schief. Es ist schief. Nachdem ja die Tapete getrocknet ist, wartet ihr so 2-3 Stunden und dann haben wir auch wieder die Steckdosenblenden angeschraubt, die Zierleiste angebracht und jetzt haben wir quasi die nackte Wand, die nackte Tapete. Was du gerade bemängelt hast, war ja in der Dachschräge nicht so sauber abgeschnitten. Ne? Mhm. Es gibt so eine Schneidlade oder so eine Schneidhilfe zum Tapezieren. Das ist wirklich ein richtig, richtig tolles Tool zum Tapezieren. Aber bei so einer großen Länge von 3-4 Metern, man setzt ja immer so Meter für Meter an, die Dachschräge... Kleine Unebenheiten. Ja, die Dachschräge ist auch mal so ein bisschen nicht akkurat. Und ja, was könnte man jetzt da machen? Wir lassen das jetzt so, oder vielleicht machst du ja später nochmal eine kleine Styropor-Zierleiste ran, ne? Eine Fuscherleiste quasi. Die kann man dann nochmal ransetzen. Also ich bin persönlich mit diesem Ergebnis sehr zufrieden. Worauf ihr noch achten solltet, was uns jetzt ziemlich gut gelungen ist, immer die Tapete Stoß auf Stoß zu setzen.
und wir haben keinen Versatz, nichts. Ne? Und da haben wir auch schon ganz, ganz große Unterschiede gemerkt, von Tapetenhersteller zu Tapetenhersteller. Ja. Von Blasen zu Versatz. Verziehen und Versätze, trotz dass man den richtigen Ansatz hat und nicht, also dass nach unten dann das Muster sich ändert. Und genau. Und also die Tapete ist echt gut, die haben wir jetzt zum zweiten Mal verarbeitet. Diese Mustertapete werden wir euch unten verlinken. Und ihr könnt das natürlich eins zu eins nachbauen, so wie ihr möchtet. So, jetzt kommen wir zum Highlight. Und zwar haben wir jetzt hier schon ein Regal angebracht. Ja. Und das kennt ihr bestimmt schon. Das hat ja die Steffi schon vor einem Jahr ungefähr mal gebaut gehabt. Genau. Wie hast du denn damals das Regal gebaut? Genau, also das haben wir jetzt genau gleich gemacht. Also ich habe erstmal wieder diese schönen Messinghalter besorgt über Amazon. Den Link findet ihr auch wieder unten in der Videobeschreibung. Und ich entscheide mich immer für Messing, weil ich das sehr harmonisch finde mit dem Eicheholz. Also ich finde, das ist eine sehr harmonische Farbgebung. Und aber zugleich ist auch in der Tapete so ganz kleine Goldpünktchen. Ja, und es sieht einfach super schön aus zusammen. Und die Kaffeemaschine, die hier hin soll, die hat auch so einen Messing-Bronze-Kupfer-Anteil mit drin. Und was jetzt eigentlich für ein Montag? aber die gibt es ja auch in anderen Farben. Und die gibt es auch in anderen Farben, genau. Kupfer, ich glaube, die gibt es auch in Kupfer. Ich glaube, die gibt es auch in Gold glänzend. Das ist jetzt hier matt, meine ich. Matt gebürstet. Schwarz-matt gibt es auch. Schwarz gibt es auch. Ich weiß jetzt nicht, aber weil ich suche schon immer direkt Messing raus. Mhm. Ne? Also die Tiefe, die könnt ihr dann bestimmen anhand der Messinghalter natürlich und könnt mit der Tauchkreissäge dann die Tiefe abmessen und euch zusägen. Findest du gut, die Säge, ne? Ja, die habe ich schon des Öfteren benutzt und das macht Spaß. Klar muss man aufpassen, aber das ist schon aber das richtige Sägeblatt müsst ihr ganz verwenden. Gutes ihr Teil. Könnt natürlich, so eine Tauchkreissäge kostet ein oder andere Euro. Ne? Du kannst natürlich auch, wenn du jetzt ein Anfänger bist, dann kaufst du dir keine Säge für 300, 400 Euro, sondern du kannst, was könnte man hier alternativ machen? Das frage ich mal die Expertin. Wie könntest was meinst du alternativ? Zusägen. Wie würdest du so ein Brett alternativ zusägen? Ja, mit der Stichsäge, ne? Richtig. Ihr nehmt euch eine lange Wasserwaage, spannt die drauf, zack, und mit der Stichsäge lang. Die Schnittkante hinten, die seht ihr ja nicht, weil wir ja vorne die Rinde sehen, beziehungsweise die besäumte Kante sehen wir dann hier, ne? Genau, das war mir zum Beispiel wichtig. Danach haben wir die Rinde abgemacht. Ihr könnt natürlich die Rinde dran lassen, aber die Rinde wird irgendwann mit den Jahren fällt die von alleine ab. Ja, da, dann habt ihr das ganze poröse Zeug da auf der Arbeitsfläche. Es kann sein, dass sich da Ungeziefer oder sowas eingenistet oder schon drinne ist. Mhm. Und dann habt ihr da irgendwie in eurem Kaffee ein Würmchen oder ein Käfer. Ne? Das wollt ihr ja nicht. So, wie hast du das abbekommen? Mit dem Stecheisen, ne? Haben wir da gearbeitet. Geht ganz gut, ne? Ja, also ich finde, es braucht schon Übung. Ich finde, also man sieht da schon deutlich einen Unterschied, wenn du das machst oder ich. Ich bin da doch noch ein bisschen unbeholfen. Aber ich komme dann zu tief oder zu weit. Und da muss man schon Acht geben, ne? Dass da auch noch das alles so ein bisschen dran bleibt, so wie es soll. Und danach haben wir das Ganze mit einem Bandschleifer geschliffen. Mhm. Ein Bandschleifer ist eine Maschine, damit könnt ihr viel, viel Material wegnehmen, viel wegschleifen. Mhm. Das ist eigentlich super für diese Kanten hier. Und danach mit einem Exzenterschleifer die Oberfläche. Wie du merkst, ist es sehr, sehr glatt. Schön glatt. Ja, ich habe mir ganz viel Mühe gegeben. Super. Und danach haben das Ganze geölt. Ne? Mhm. Und wie ihr so ein Brett ölen könnt, darüber gibt es ein extra Video. Mhm. Ist auch ganz, ganz einfach. Ihr ölt das Ganze ein, abschleifen, wieder ölen. Genau, die Fasern stellen sich ja auch, sobald es feucht ist. Richtig, ne? Also das ist wirklich ganz, ganz einfach. Und dazu gibt es auch ein extra Video, beziehungsweise wir haben schon ganz viele davon. Oder wir haben es ganz oft schon erklärt. Ne? Ich glaube, die meisten wissen das auch. Aber verlinken wir aber trotzdem mal hier oben. Und dann ist das ganze Regalbrett fertig. Und es sieht so aus, wie es hier an der Wand jetzt ist. Ganz genau. Das zweite bringen wir jetzt mit euch gemeinsam an. Und zur Not nimmt man sich mal so Kartons zur Hilfe, damit man die Höhe bestimmen kann. Aber bist zufrieden so mit der Höhe? Genau. Ja, ich denke, das. Also könnt ihr da Mister jetzt das Ganze anbringen. Ja. Dazu nehmen wir Rigipstübel, da, wie gesagt, das ist ja eine Rigipswand. Und ich weiß nicht, ob ihr eine Rigipswand habt oder eine ganz normale Kalksandstein habt. Mit Rigipsdübeln muss man halt sehr, sehr sorgsam arbeiten. Und wer das schon gemacht hat, der weiß, wenn man einmal die Schraube reingedreht hat, man bekommt die ganz, ganz selten ein zweites Mal wieder raus. Das heißt, das erste Mal muss wirklich sitzen. Ne? Das ist, denke ich, okay. Das heißt, wir bringen jetzt als allererstes den ersten Halter an.
Und den zweiten machen wir dann mit der Wasserwaage. Also wie gesagt, übt das vielleicht vorher etwas. Es ist nicht so einfach, solche Riegelstübel zu setzen. Und mit der Schraube genauso. Ich halte, du setzt an, mit Gefühl das Ganze machen. Ja. Schraub. Power, Power, ja. Du hältst, musst du gerade halten. Ja, genau so. Okay, es gibt Gas. Na, wieso überlupten die so? Weil du nicht gegendrückst, richtig. Okay, ich bin zu schwach, also. Ja, deswegen wollte ich dir helfen. Okay, gib Gas. Na, gib Gas. Oh nein, das geht gar nicht. Doch, das geht. Gib Gas. Stopp, stopp, stopp. Alles klar. Hast du gesehen? Scheiße. Nein, die Kamera läuft. So, das heißt, der erste Halter ist gesetzt. Und jetzt nehmen wir... Da muss man aber ganz schön doll gegendrücken, ha? Jetzt nehmen wir die Wasserwaage, legen sie drauf, positionieren das Ganze. Du musst natürlich das Regal jetzt richtig ausrichten. Ja, warte mal. Das sollte ja schon so mit, ne? So einem kleinen Überstand. Das heißt, er kommt genau dann so hin, ne? Na, warte mal. Und jetzt müssen wir gucken auf die Wasserwaage, ob die in Not ist. Das muss ja auch richtig draufhängen. Guck mal, das hier wackelt auch. Ziehen. Ne? Ja, blöd. Warte mal, nimm mal das hier runter. Ja, das ist so. Das kann man auch mit Silikonpads dann... So, warte. Genau. Ja? Ja. Also kann ich markieren? Ja. Alles klar. So. Okay, und das wieder hin? Genau. Jetzt setzen wir den zweiten Dübel. Und sind Sie zufrieden? Ja, perfekt. Sehr schön. Jetzt haben wir die zwei Regale platziert. Ich muss sagen, das mit den Riegelstübeln, das war nicht so einfach. Das ist so eine Sache für sich irgendwie, ja. Wie gesagt, nehmt euch ein Stück irgendwie Riegelsplatte, irgendwie im Baumarkt gibt es manchmal welche Gratisabfälle und dann übt das ein bisschen. Wenn ihr zu schnell seid, dann fungiert dieser Dübel quasi als Bohrer. Und dann holt ihr das ganze Riegelsmaterial raus und dann hält das Ganze nicht. Wenn ihr vorweg nicht stoppt oder zu weiter dreht, dann bricht dieser Riegelsdübel und dann hält die Schraube auch nicht mehr. Also was ganz, ganz... So eine, also heikle Angelegenheit. Richtig. Danke. So, die Regale sitzen. Wir haben jetzt noch ein Hakenleiste angebracht. Genau. Und jetzt geht es ans Dekorieren. Ne? Ja, jetzt gestalten wir das einfach mal nur so ein bisschen als Beispiel. Genau, das übernimmt hier die Mrs. Handwerk und ihr schaut einfach dabei zu. Genau. Bist du fertig? Ich denke schon. Ich mach die schon mal an. Es gibt endlich Kaffee, ne? Ja. Also, wir haben jetzt hier mal so ein bisschen beispielhaft dekoriert, wie man es machen könnte. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Ich finde es so ganz schön. Ich mag die Farbkombi. Würde jetzt eventuell noch oben ein schönes Schild oder eine schöne bisschen Uhr. Die Ecke. Ja, eine schöne Uhr, Lampe oder Schild noch hin tun da oben. Ja. Und ja. Keine Ahnung, was man noch so benutzt auf der Arbeitsfläche. Wir blenden euch mal jetzt ein Vorherbild ein und jetzt ein Nachher. Ne? Also nachher könnt ihr es sehen, ist echt toll geworden. Ne? Genau. Ja, ich hoffe, euch hat dieses, ich sag jetzt mal, du hast Wandgestaltung gesagt. Ja. Ich sag Küchen-Makeover gefallen. Nein. Wenn ihr noch mehr solcher Videos haben wollt, also ist ja das erste jetzt auf dem Kanal, dann einen Daumen hoch, ganz klar, und einen Kommentar da lassen. Gerne. Weil es gibt noch ein, zwei Ecken, die man so umdekorieren könnte und auch ein, zwei Projekte mit einbinden könnte. Ja. Dann lasst es uns wissen. Ne? Genau. Und wir genießen jetzt unser Kaffee und wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen oder beim Werkeln in der Werkstatt. Tschüss. Genau. Ciao. Du musst Kaffee machen jetzt. So jetzt erklär mal. Das dauert jetzt. Wie geht das? Wir müssen jetzt erstmal den Kessel hochfahren. Hochfahren? Bis der auf 15 Bar Druck ist, mindestens. Das heißt, das Dampf drin wird erhitzt durch eine Spirale, ne? Genau, es ist ein Kessel, der wird hochgeheizt. Genau. Und dann entsteht ja dieser Druck einfach durch das geschlossene Vakuum wahrscheinlich. Und dann...